Herzlich willkommen bei SIP Electric. Heute schauen wir uns das Thema E-Bike-Tuning an, und zwar von Null bis zum Ende. Also, welches Bike haben wir, welchen Motor haben wir da drin, wie komme ich an das richtige Tuning-Modul und was für eins ist das richtige, wie baue ich es ein und wie fährt das Ding dann nachher. Und das schauen wir uns jetzt mal an zusammen. Jetzt kümmern wir uns mal um das Thema Motor und Bike. Letzten Endes ist es so, dass der Motor eine viel wichtigere Rolle spielt als das Fahrrad selbst zum Thema E-Bike-Tuning. Also, wir müssen wissen, was ist für ein Motor verbaut. Letzten Endes gibt es Tuning-Chips für alle namhaften Hersteller. Es gibt Giant, Barfang, Brose. Hier haben wir einen Bosch-Motor drin. Alle Tuning-Chips sind auf eine bestimmte Motorengeneration abgestimmt. Das heißt, ihr braucht genau den richtigen Chip für euren Motortyp. So, woran erkenne ich das? Also, oberflächlich ist es relativ einfach. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Bosch verbaut, einen Bosch-Motor, Mittelmotor, wie man sieht, und haben hier eine Performance Line CX. So. Innerhalb der Performance Line CX gibt es verschiedene Generationen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was es für eine Generation ist. Es hängt einfach mit dem Modelljahr zusammen. So, das ist ein 2020er, ein Generation 4 Bosch Motor. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut nochmal auf der Rechnung nach, wann ihr das Bike gekauft habt, dann kann man es relativ leicht rausfinden. Und die Motoren schauen auch ein bisschen anders aus, also das findet man ganz gut auf den Herstellerseiten nochmal raus. So, das ist also quasi das Teil, das wir tunen wollen, Generation 4. Das ist übrigens der Motortyp, von dem es eigentlich geheißen hat, der ist untunbar. 4 Wochen später war dann der erste Tuning-Chip da. So, wir wissen also, im Schritt 1, das ist ein Bosch Performance CX Generation 4 ab 2020 gebaut. Jetzt gehen wir auf die Suche nach dem Tuning-Modul. Wir haben bei uns unter sipscootershop.com oder ebiketuningstore.com haben wir alle Tuning-Module nach Motorentyp und Baujahren sortiert. Zusätzlich noch nach Features. Ich verlinke euch unten noch das Video, in dem wir mal die unterschiedlichen Features erklärt haben und worauf es generell wichtig ist zu achten bei einem Einbau von einem E-Bike-Tuning-Modul. So, zurück zum Shop. Wir können hier unseren Hersteller auswählen. Vorher gehen wir noch auf Tuning und Tuning-Module und wählen dann hier unseren Hersteller Bosch aus. Und wir haben eine Performance-Line CX Generation 4. So. Gibt momentan 2 Speedbox Module, die ich hier sehe, die genau auf diesen Motor passen, auf die Generation 4. Da gibt es noch nicht so viele. Und die Speedbox 3.0, die gibt es einmal mit und einmal ohne Bluetooth. Und damit wir euch das komplette Ding zeigen können, kaufen wir jetzt eine mit Bluetooth. Und dann müssen wir nur noch warten, bis sie hier ist. Und dann schauen wir uns den Einbau an. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings are cool. Ey, who you talk? Dankeschön, da ist es ja schon. Dann schauen wir mal rein. Ein paar schöne SIP-Aufkleber sind auch mit dabei. Da ist das Ding. Speedbox 3.0 B-Tuning. Hier sieht man also, ist ein richtiges Unboxing-Erlebnis hier. Schön rein dekoriert. Also, zum einen haben wir die Speedbox 3.0, der Chip mit den ganzen Anschlüssen, eine Bedienungsanleitung und wir haben eine Bedienungsanleitung für die App mit dabei. Wir haben ja das Bluetooth-Modul mitbestellt. Das ist hier integriert in den Chip. Na, dann würde ich sagen, bauen wir es ein, oder? Wir haben es jetzt hier schon mal aufgemacht bei dem Highbike. So. Jetzt sehen wir hier die Anschlüsse. Wir haben im Grunde genommen 3, die anderen Ports sind dicht. Haben hier zum einen der Breite der Akku, der interessiert uns nicht. Und diese beiden Stecker sind die, die wir jetzt brauchen. Dann nehmt ihr mit der Spitzzange einfach diesen Stecker, zieht ihn vorsichtig raus, nicht am Kabel, sondern nur den Stecker. Hier haben wir noch den zweiten, je nachdem, wie man am besten hinkommt. So.
Speedbox hat die Farben der Stecker genau an die Originalfarben von Bosch angepasst. Das heißt, wir haben einen grauen, einen schwarzen. Ihr könnt nichts falsch anstecken, es geht nur so. Jetzt stecken wir die hier an. Einmal den grauen in den grauen und einmal den schwarzen in den schwarzen. Hört man ein leichtes Klickgeräusch, dann weiß man, dass es ganz drin ist. Diese beiden Stecker, die jetzt übrig bleiben, stecken wir wieder zurück in die Aufnahme vom Bosch-Motor. Moment, ich tue das mal zur Seite. So. Einmal. Hört man auch hier wieder ein leichtes Klicken. Der geht andersrum. Zack. So, jetzt ist das System wieder komplett. Wir haben die Speedbox integriert in den Bosch-Kreislauf. Und jetzt können wir eigentlich schon wieder alles zusammenschrauben, können die Speedbox da ein bisschen drunter verpacken, da wo Platz ist, und wieder alles zusammenschrauben. Jetzt ist die Speedbox eingebaut. Wir haben alles wieder schön hinter die Abdeckungen verpackt, alles wieder zusammengeschraubt. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Also wie wird das Ding aktiviert? Einfach Display an und die Walk-Taste hat die Funktion, hin und her zu schalten. Das bedeutet, wenn ich einmal die Walk-Taste drücke, erscheint 9.9. Das heißt, das Tuning ist aktiviert. Das steht für die fiktiven 99 km/h. Drücke ich die Walk-Taste nochmal, bin ich wieder im 25 km/h abgeriegelten Modus. So kann ich immer hin und her switchen. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, hier ein Speedlimit einzuschalten, das ich auswählen kann nach 5 km/h genau, entweder am Display oder durch Drehen des Hinterrads. Nachdem wir das Speedtuning eingebaut haben mit Bluetooth, zeigen wir euch das im Anschluss in der App, wie das Ganze funktioniert. Die App haben wir uns mittlerweile runtergeladen im App Store. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe also hier mein E-Bike. Das erfindet. Dazu muss natürlich das E-Bike angeschaltet sein. Dann kann ich meine PIN eingeben oder muss ich eingeben, die ich vorher vergeben habe. So, und jetzt haben wir mehrere Screens zur Verfügung. Zum einen haben wir im ersten Screen die ganzen Fahrerdaten, wie bei einem klassischen Fahrraddisplay, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Distanz, die Motorleistung, die Trittfrequenz, und diese ganzen Geschichten werden hiermit aufgezeichnet. Im zweiten Screen haben wir drei Top-Features für die User. Und zwar ist es zum einen Tuning ein und aus, kann ausgeschaltet werden und kann eingeschaltet werden, ähnlich wie es am Display war, haben wir euch vorher gezeigt mit der 9.9 und der 2.5. Und es gibt die Funktion Tuning unsichtbar. Wenn ich das Tuning unsichtbar schalte, dann sieht es auf dem Display aus, als wäre das Fahrrad nicht getuned. Also letzten Endes kann es dort auch nicht mehr aktiviert werden, sondern ich muss es über die App wieder freischalten. Ich habe also quasi ein neutrales Display. Und zu guter Letzt kann ich hier in diesen Funktionen, in diesem Screen, den Motor sperren. Das bedeutet, er fängt nicht mehr das Laufen an. Kann ich jetzt als zusätzliche Diebstahlsicherung nehmen. Das heißt, der Dieb kann das Fahrzeug zwar wegtreten, aber er kriegt keine Motorunterstützung. Im letzten Screen haben wir noch zwei weitere Möglichkeiten. Zum einen können wir das Tempolimit einstellen. Das haben wir vorher schon mal kurz angekündigt bei dem Zeigen im Display, dass es dort möglich ist. Und hier auf der App kann ich einstellen, bis wie viel km/h mich der Motor unterstützen soll. Jetzt ist hier zum Beispiel 50 eingestellt. Und bei der Geschwindigkeitswarnung kann ich der App sagen, ab welcher Geschwindigkeit ich quasi gewarnt werden möchte. So, hier über diese Schieberegler kann man das normalerweise verstellen. So, 50. Dann machen wir hier mal das Tempolimit auf die Geschwindigkeitswarnung auf 30. Und dann würde ich sagen, probieren wir es jetzt mal aus und schwingen uns aufs Rad. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ding läuft. Natürlich mit Helm, ist ja klar. Wir sind übrigens auf abgesperrtem Gelände unterwegs, nur falls uns jetzt der ein oder andere Ordnungshüter zuhört. Herzliche Grüße, abonniert unseren Kanal und los geht's.
Als allererstes schalte ich über App mein Tuning wieder sichtbar, weil das habe ich nämlich vorher abgeschalten. Motorsperrung raus, Tuning sichtbar, Walk-Taste. Hier sieht man, ich habe jetzt vorher die 50 km/h Höchstgeschwindigkeit eingestellt. Das werde ich jetzt nochmal revidieren. Tempolimit ist raus. 9.9 ist richtig. Modus Turbo. Schön. Hat tipptopp funktioniert, keine Abriegelung, nichts, unterstützt bis zum letzten. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen kurze Strecke, aber 3,44 waren jetzt schon mal drin und geht auf der Geraden sicher noch mehr. So, hat richtig Spaß gemacht heute mit der Speedbox 3.0 und dem B-Tuning-Chip und der App und dem ganzen Ding. Hat richtig Laune gemacht, natürlich nur auf dem Privatgelände, ist klar. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Like. Abonniert den Kanal, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!